Ich bin wieder da bei Batman und jetzt kann ich euch etwas über Ra's al Ghul oder Ra's al Ghul sagen. Man kann es zweimal aussprechen, wie man es will. Und ja, er ist so ein Typ, er ist der Herr der League of Assassins. Das ist so eine geheime Organisation, die nicht Hände verliert, nein, die, sondern, die will dafür, alle Verbrecher zur Rechenschaft gezogen werden und vernichtet werden. Und er hat so eine Lazarusgrube, wo er über 600 Jahre alt geworden ist, weil er sich immer wieder verjüngert, wenn er sich dort drin hockt. Seine Tochter, Talia al Ghul, ist mit Batman in love, ja, und hat dann auch in einem Comic, bringt sie ihm auch einen Sohn, oder schenkt ihm einen Sohn. Und ja, das ist dann so, und die Geheime, die weiß dann auch, dass er Bruce Wayne ist, und solche Sachen, wo er wohnt, die weiß, wie er heißt, und ja, die hat dann auch einen Auftritt in Arkham City, aber das sehen wir dann, wenn wir dieses Let's Play in Angriff nehmen. Ist eine tote Ratte. Gehen wir mal bei toten Sachen durch, hier ist ein Gitter, ja klar, hier auch. Ist auch nix. Boom. So. Schächten raus. Jemand ist schon am Safe gewesen. Die einzige Frage ist jetzt, wer ihn geöffnet hat. Kein Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Wer immer hier reinkam, kannte die Kombination. Das war sie selbst. Seit dem Adler. Mal sehen. Gut, Dr. Young hat die Aufzeichnungen vor Joker gehabt. Sie hat sie irgendwo versteckt. Ich folge ihr und finde raus, wo sie sie aufbewahrt. Ich weiß natürlich, wo man suchen muss. Fingerabdruck, forensischen Spuren. Oracle, ich bin Dr. Young auf der Spur. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er nur die aktuellen Fingerabdrücke zeigt. Folge ich denen, finde ich sie oder die Aufzeichnung. Ich hoffe, es klappt. Nur, dass du es weißt. Das GCPD hat im Zentrum eine von Jokers Bomben gefunden. Sie war voller Marzipan und Kätzchen. Wie ich dachte, das war nur ein schräges Ablenkungsmanöver. Die richtige Action gibt's in Arkham. Okay, dann muss ich wieder umständlich durch Schächte durchkrabbeln. Er ist da drüben! Muss es sein, dass ich wieder... Zu, dass er den Weg durchkommt! Gar nix. Au! Das wird weh! Wird weh? Ja. Aber nicht mehr. Den mal noch den Arm brechen. Er wollte sich so... Die Kugel war gleich aufrichten. Kannst du vergessen, kleiner Mann. Können liegen bleiben. Hier rauf. Komm raus. So. Da komme ich jetzt mit der Ultra Bad Claw rein. Hier sind die Fingerabdrücke. Da muss sie hier runtergegangen sein. Wo sind denn die nächsten? Da hier sind Fingerabdrücke. Hier. Was ist los? Ich weiß nicht. Hier ist eine ganze Armee. Wer war das? Es ist die Fledermaus. Er ist hier. Er muss es sein. Vielleicht war es Seth. Der Typ ist verrückt. Niemals. Sie atmen immer noch. Seth lässt niemanden am Leben. So bleiben wir jetzt hier? Es ist die Federbahn! Muss gleich liegen bleiben. Boom! Gleich ein Salto in der Luft. Sind ihre Fingerabdrücke weg? Nehmen hier Fingerabdruck. Dann gehen wir hier rein. Was braucht ein Vogel im Regen? Hier muss doch irgendwo ein Regen. Ist doch angelegt an Mr. Couplepot. Wo ist jetzt hier der? Ah.
Ja, der Pinguin Oswald Chesterfield Cobblepot war nicht wie im Film, wenn er den gesehen hat, wurde nicht von seinen Eltern irgendwie ausgemustert oder so. Er war, wie soll ich sagen, er war eigentlich so das Lieblingskind der Familie und hat es auch geschafft, da sein Vater durch die Fehde mit der Wayne-Familie sein ganzes Vermögen verloren hat, hat er es geschafft, das Vermögen zurückzuholen, und ist es da einfach auf Rachezug gegen Wayne. Ich muss sagen, was Herr Ochs noch zu sagen hat. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag, und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Okay. Sie haben gelitten, Mr. Arkham, sag ich nur mal. Ich krieg jetzt dann Batarang ins Gesicht. Und oh, Arschmasser. Upgrade. Battering oft. Zwillings-Battering. Zwei gleichzeitig auszuschalten. Zwillings-Battering ist eigentlich nie eine schlechte Idee. Je mehr man diesen Teil hat. Seht ihr? Kann man so. Zwillings-Battering. Dr. Young, die waren hier. Dann waren sie hier. Sind wir auf richtigen Weg. Uns erst prügeln. Er ist hier! Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so wichtig. Ein traumatisches Ereignis hier, ein Mord da. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben! Wir machen Licht. Es wird bitter. Was ist es? Nur meine Güte. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Und hier wird uns ein Arm gebrochen. Gehen wir doch nicht. Und da gibt's einen Kick. Was war ein Boss? Der war auch schön. Herzlichen Glückwunsch! Du musst unseren einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Geißeln fetten. Richtig. Was war denn jetzt los?